Hallo ihr Lieben, heute habe ich mal wieder ein etwas anderes Video für euch. Und zwar dachte ich mir, ich zeige euch meine 5 Must-Haves für die kalte Jahreszeit. Also 5 Dinge, auf die ich in der kalten Jahreszeit auf jeden Fall nicht verzichten kann. Und dieses Video ist in Kooperation mit der Firma BenQ entstanden. Ich habe von der Firma BenQ eine Lampe zum Testen bekommen. Ihr seht sie auch hier im Hintergrund. Und was es mit dieser Lampe genau auf sich hat, das erfahrt ihr jetzt. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Das erste meiner 5 Must-Haves ist ganz einfach Tee. Ich liebe Tee während der kalten Jahreszeit und ich kann da absolut nicht drauf verzichten. Tee ist für mich nicht einfach nur ein Getränk, was mich von innen heraus wärmt, obwohl das natürlich auch ein ganz, ganz toller Nebeneffekt ist. Wenn du nach Hause kommst, hier ist richtig kalt und du machst dir erstmal eine schöne Tasse Tee. Zum einen wärmst du dir extrem erstmal die Finger an der Tasse und dann merkt man, finde ich, immer richtig, wie das so von innen heraus wärmt und wie diese Wärme so in deinen ganzen Körper geht. Aber das ist für mich nicht der hauptausschlagende Grund, warum ich so gerne Tee trinke. Tee ist für mich einfach etwas, womit ich runterkommen kann, womit ich mich entspannen kann. Wenn ich mich hier hinten in meine Couch-Ecke setze, wo ich ja immer sitze und lese und eine Tasse Tee in der Hand habe, dann entspanne ich mich, dann komme ich runter, dann lasse ich den Alltag Alltag sein und alles ist mir in dem Sinne dann egal. Ich mache es mir dann gemütlich und habe mein Getränk und bin da total entspannt dann einfach. Und für mich gehört der Tee einfach so mit da dazu. Und ich trinke am allerliebsten Pfefferminztee mit Süßholz. Das hat es mir total angetan. Da bin ich seit letztem Jahr absolut süchtig danach. Ich trinke in der Woche so eine Packung auf Arbeit und eine Packung nochmal zu Hause. Und ja, ich liebe Tee einfach. Und da Tee eine Sache ist, die für mich in die kalte Jahreszeit gehört und auf die ich nicht verzichten kann beim Lesen, ist es das erste von meinen 5 Must-Haves. Das zweite von meinen 5 Must-Haves ist definitiv meine Kuschelsocken. Diese Socken speziell, die ihr jetzt hier in dem Video seht, habe ich letztes Jahr von der lieben Annika mit zum Geburtstag und zu Weihnachten bekommen. Ich finde diese Socken einfach ganz, ganz toll. Die sind wunderbar flauschig und kuschelig und halten richtig, richtig toll warm. Und da es bei mir halt immer so ist, sobald meine Füße kalt werden, wird auch der Rest von mir ganz schnell kalt, muss ich halt immer gucken, dass meine Füße warm sind. Und deswegen sind Kuschelsocken für mich definitiv ein Must-Have in der kalten Jahreszeit. Mein Must-Have Nummer 3 sind definitiv Duftkerzen. Ich bin ein Mensch, ich habe wirklich nur Herbst, Winter Duftkerzen an. Also es kann halt auch mal sein, dass ich im Sommer, wenn ich wirklich richtig Bock drauf habe und wirklich einen Duft gefunden habe, der super zum Sommer passt, so für mich, dann kann es auch mal sein, dass ich im Sommer eine Duftkerze anmache. Aber ansonsten bin ich wirklich ein Mensch, der wirklich nur Herbst, Winter Duftkerzen anmacht und ich stehe da total drauf. Wenn ich hier eingemummelt auf meiner Couch liege, in meiner Ecke und habe eine Duftkerze an und es kommt so dieser warme Winterduft so ein bisschen bei mir an. Das können ganz, ganz viele verschiedene Gerüche sein. Ich liebe Winterglow zum einen von der Firma Yankee Candle. Ich denke mal, die meisten von euch werden diese Firma kennen. Und ich liebe diesen Duft. Das ist für mich so der Duft von Weihnachten einfach, vom Winter. Und das ist so für mich der Duft vom Winter einfach. Und deswegen mache ich mir sehr, sehr gerne eine Duftkerze beim Lesen an, weil ich finde, das gibt der ganzen Stimmung für mich nochmal so das gewisse Etwas. Und da möchte ich auf jeden Fall auch im Herbst-Winter nicht drauf verzichten. Also Herbst-Winter sind bei mir hier eigentlich immer Duftkerzen an. Wenn ihr da zu mir zu Besuch kommen würdet, ihr würdet immer irgendwas riechen Richtung Duftkerze. Und da kann ich auch absolut nicht drauf verzichten, weil ich finde, wenn ich mich hier einmummle und es mir richtig gemütlich mache, wenn das dann nicht entsprechend riecht, funktioniert das alles nicht. Und deswegen muss eine Duftkerze definitiv sein und ist deshalb Must-Have Nummer 3. Must-Have Nummer 4 werden die meisten von euch sicherlich auch zu Hause haben. Und zwar ist das meine Kuscheldecke mit den Ärmeln dran. Die habe ich letztes Jahr auch von der lieben Annika zum Geburtstag bekommen. Und ich liebe, liebe, liebe diese Decke einfach. Ich finde diese Ärmel mega cool, weil du dadurch nicht immer kalte Schultern kriegst. Ich hatte wirklich immer das Problem mit meinen alten Decken. Ich habe immer kalte Schultern gehabt und es war einfach hier oben immer alles kalt. Und irgendwann hat Annika diese Decken entdeckt und hat mir dann spontan eine zum Geburtstag geschenkt. Und ich liebe diese Decke. Milo im Übrigen auch, der liebt diese Decke genauso. Und damit mummel ich mich abends wirklich immer auf die Couch, mache mir immer schön hier die Ärmchen rein und mache mich bis hier oben hin zu. Und dann ist das einfach nur gemütlich und toll und ich kann mich dann mit dieser Decke so bewegen. Ich laufe dann auch manchmal den ganzen Abend mit der Decke durch die Gegend. Das Coole ist, man kann die auch andersrum anziehen, quasi wie so eine Art Bademantel. Dann schleift man die zwar so ein bisschen hinter sich her, weil ich zu kurz bin für diese Decke, aber ich liebe meine Kuscheldecke mit den Ärmeln dran. Die hat vorne auch noch so eine Tasche dran, wo man das Handy oder irgendwas anderes reinpacken kann, wenn man das möchte. Und ich liebe, liebe, liebe diese Decke. Sie ist so flauschig und so kuschelig und so muckelig und damit wird es für mich richtig gemütlich und ich friere definitiv nicht und ich muss dabei dann auch nicht die Heizung hier unbedingt auf 5 haben und mich hier zu Tode ballern. Ich finde Heizungsluft auch ganz, ganz schrecklich, möchte ich an dieser Stelle einfach mal erwähnt haben, weil die Luft dann einfach so trocken ist. Deswegen
deswegen bin ich kein Fan davon, die Heizung dauerhaft anzuhaben. Und ja, mit dieser Decke ist es auch gar nicht nötig, dann lässt man die Heizung hier so ein bisschen vor sich hin dümpeln, dass es so ein bisschen Wärme abgibt, aber muss jetzt nicht komplett durchballern und den ganzen Raum heizen. Und ich liege dann gemütlich da hinten in meiner Ecke mit meiner Kuscheldecke und meinem Tee und meinen Socken und meiner Duftkerze und lese. Aber das Allerwichtigste fehlt noch, nämlich das Licht. Und das Licht ist für mich in der kalten Jahreszeit extrem wichtig. Ich hasse es, wenn ich nach Hause komme. Es ist stockefinster und ich muss hier dieses große Oberlicht anmachen zum Lesen. Mein Deckenlicht ist nicht sehr gemütlich und es ist einfach so hell und der ganze Raum ist dann so ausgeleuchtet und da fällt es mir schwer, dass ich es mir einfach gemütlich machen kann. Und ja, und meine alte Leselampe, die ich hatte, die gibt so langsam den Geist auf. Die flackert immer so im Licht und dann summt die extrem laut. Die summt wirklich, die macht immer so ein ganz summendes, nerviges Geräusch. Deswegen ich diese Lampe in letzter Zeit auch überhaupt nicht mehr benutzt habe, weil das mir einfach nur schwer auf den Senkel ging beim Lesen. Und das war für mich dann einfach nicht mehr möglich, es mir richtig gemütlich zu machen. Und ja, dann kam die Firma BenQ und hat mich halt gefragt, ob ich nicht ihre E-Leselampe WIT für sie testen möchte und euch vorstellen möchte. Und ich habe mir gedacht, eine E-Leselampe passt perfekt auf diesen Kanal. Warum sollte ich diese Kooperation also nicht annehmen? Ich möchte an dieser Stelle einfach nochmal erwähnen, ich habe für diese Kooperation kein Geld bekommen. Mir wurde nicht vorgesagt, was ich für eine Meinung zu dieser Lampe haben sollte. Das hier ist meine offene und ehrliche Meinung. Und ja, ich würde sagen, ich stelle euch die E-Leselampe jetzt einfach mal vor. Und ich kann nur sagen, ich bin wirklich absolut begeistert von dieser Lampe. Ich finde zum einen das Design mega cool, aber das ist Geschmackssache. Ich weiß auch schon von einigen, dass denen das Design überhaupt nicht gefällt. Es ist aber auch ein sehr, sehr praktisches Design, denn man kann diese Lampe einfach mal komplett verstellen und verbiegen und drehen, wie man sie gerade braucht. Ich habe sie jetzt hier bei mir, wie gesagt, in meiner kleinen Couch-Leseecke stehen und ich könnte diese Lampe jederzeit so biegen und drehen, wie ich sie brauche, so dass ich auch wirklich passendes Licht habe auf das Objekt, wie ich es brauche. Und das ist echt schon ein mega Vorteil. Und ja, man kann diese Lampe rein theoretisch auch noch so biegen, wenn man das möchte. Und das finde ich echt mega, mega nice. Diese Lampe kommt mit einem wirklich richtig, richtig schweren, fetten Standfuß hier unten. Das heißt, diese Lampe ist auch wirklich sehr, sehr stabil, wenn man sie auf dem Tisch hat. Und die kann nicht einfach mal so umfallen, weil dieser Fuß ist wirklich extrem schwer. Als die Lampe ankam, dachte ich so, mein Gott, warum ist dieses Paket denn so schwer? Aber es war dieser Fuß. Und es ist wirklich aus Sicherheitsgründen wirklich wichtig, dass dieser Standfuß auch schwer ist, weil ich sonst das ganze Ding umkippen kann. Aber dadurch passiert das halt eben nicht. Die Lampe, wie gesagt, kommt mit diesem coolen Design, was ich wirklich sehr, sehr nice finde. Und hat mehrere Funktionen. Und was ich wirklich sehr, sehr cool finde, diese Lampe hat hier hinten, ich drehe euch mal die Lampe so ein bisschen. So, da seht ihr sie mal von der Seite. Ich muss nur aufpassen mit meiner Kerze, die ich eben angezündet habe. Ja, zum einen hat diese Lampe hier hinten einen ganz einfachen An- und Ausschalter. Wenn ihr da drauf haut, bups, geht die Lampe aus. Und wenn ihr wieder drauf drückt, geht die Lampe wieder an, wie ihr sie für euch gerade so eingestellt habt. Man hat die Möglichkeit, bei dieser Lampe zum einen die Helligkeit einzustellen. Also man kann diese Lampe heller machen und auch dunkler machen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier in der Kamera so gut sieht. Ich habe keine Ahnung, aber eigentlich müsste man es sehen. Also man kann hier einmal drehen, dass man sie heller macht, dass man hier wirklich echt richtig krass helles Licht hat. Und das ist wirklich, ich drehe sie nochmal nach vorne, das ist wirklich richtig helles Licht, wie ihr seht. Da ist meine Hand sogar so gut wie weg. Und dann hat man noch diese richtig coole Funktion, was ich mega genial finde, dass man die Wärme des Lichtes einstellen kann. Man kann das hier echt auf krass weißes Krankenhauslicht stellen. Ich habe es für mich Obduktionslicht getauft, weil es wirklich so richtig einfaches, krass weißes Licht ist, wo ich jetzt absolut kein Fan von bin. Aber man kann es halt auch ganz einfach gelblich drehen, dass man ein schönes, warmes Licht hat. Ja, ich habe das Licht aber immer so ein bisschen auf, nicht ganz gelb, aber auch nicht auf so weiß, sondern so einen leicht gelblichen Farbton. Das ist beim Lesen echt angenehm. Und man hat noch einen Augenschonmodus. Das heißt, die Lampe passt das Licht automatisch dem Umgebungslicht an. Das heißt, wenn ich in einem komplett dunklen Raum sitze und ich mache diesen Augenschonmodus an, dann macht die das Licht nicht so extrem hell, dass ich jetzt extrem geblendet wäre, sondern sie passt das so an, dass das für die Augen noch in Ordnung ist, du aber jetzt nicht extrem geblendet wirst. Und das geht auch ganz einfach, dieser Augenschonmodus, da muss man einfach nur hier hinten drauf drücken. Und dann sieht man schon, dass die Lampe so ein bisschen was einstellt. Und dann sieht man hier hinten, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt sehen könnt, da geht so ein grünes Lämpchen an. Und das heißt, der Augenschonmodus ist aktiv. Da werden eure Einstellungen, die ihr an dieser Lampe gemacht habt, verworfen quasi. Und ja, die Lampe richtet sich nach dem Umgebungslicht. Den Augenschonmodus finde ich auch echt richtig praktisch, wenn man
finde ich, selber schlecht einschätzen kann, wie hell muss das Licht sein in dem Moment, dass man halt eine Sache richtig gut ausgeleuchtet noch bekommt, aber andererseits sich die Augen nicht komplett verblendet und man einfach nichts mehr sieht. Und da ist das auch echt richtig praktisch. Soviel zu den Einstellungen an dieser Lampe. Was allerdings das richtig Besondere ist, dass es eine E-Leselampe ist. Und das heißt, dass diese Lampe nicht blendet. Also sie blendet weder bei Computermonitoren noch bei E-Readern. Das heißt, wenn ihr lesen wollt und ihr richtet diese Lampe komplett auf diesen E-Reader, es blendet nicht, es reflektiert nichts, gar nichts. Und das ist eigentlich das richtig Besondere, was diese E-Leselampe halt auch ausmacht. Ihr könnt diese Lampe auch super an euren Arbeitsplatz stellen. Das habe ich vor ein paar Tagen auch ausgetestet. Da habe ich sie mal mit rüber ins Büro genommen. Und macht dann dort das Licht an. Ihr werdet merken, diese Lampe reflektiert null auf eurem Computermonitor. Und das ist echt mega praktisch, weil jeder, der schon mal so eine Tischlampe hatte und immer wieder diese Spiegelung im Monitor gesehen hat und dadurch absolut jedes Mal verzweifelt ist, weil es einfach nur störend ist, wenn man jetzt mal diesen Lichtkegel hat, der wird diese Lampe definitiv zu schätzen wissen und ich weiß es definitiv auch zu schätzen. So, jetzt bin ich gerade von der Post unterbrochen worden, jetzt musste ich mal schnell die Pakete entgegennehmen, das Geburtstagsgeschenk für meinen Mann kam heute. Mein Fazit zur E-Leselampe wird von der Firma BenQ ist, dass es sich hierbei wirklich um ein ganz, ganz tolles Produkt handelt und ich bin wirklich sehr, sehr begeistert von dieser Lampe. Ich sage das nicht, weil ich irgendwie für irgendeine Meinung bezahlt wurde, sondern weil es wirklich meine offene und ehrliche Meinung ist nach 14-tägigen Test mit dieser Lampe. Ich bin wirklich sehr, sehr zufrieden und ich kann wirklich nur jedem empfehlen, der sehr viel am Computer arbeitet oder mit dem E-Reader liest und immer diese Reflexionsprobleme hat, sich diese Lampe anzuschaffen, denn sie ist wirklich richtig, richtig cool und wie gesagt, sie reflektiert einfach null und das ist so mega cool und es hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, diese Lampe auf Herz und Nieren zu prüfen und für euch zu testen und vorzustellen und da die kalte Jahreszeit ja jetzt erst begonnen hat, werde ich noch ganz, ganz viel Spaß mit dieser Lampe haben, das weiß ich, denn ich finde diese Lampe wirklich einfach sehr, sehr cool und ich freue mich, dass die Firma BenQ mich da angeschrieben und gefragt hat, ob ich diese Lampe testen möchte. Vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an die Firma BenQ für diese Kooperationsanfrage. Und die E-Leselampe wird ist jetzt definitiv eins von meinen 5 Must-Haves, die ich für die kalte Jahreszeit zum Lesen brauche. So, und ich würde sagen, wir sind am Ende von diesem Video angekommen. Ich werde es mir jetzt mit meinem Buch hier gemütlich machen und den Abend ausklingen lassen. Milo ist inzwischen auch hier bei mir angekommen und hat sich bequem gemacht und sich eingeigelt. Und ich bedanke mich an dieser Stelle wie immer fürs Gucken. Wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss!